Ja, ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen bei Familie Thomson. Du siehst, wir haben schon ziemlich spät am Sonntag. Das liegt einfach daran, dass ich heute wirklich diese Folge mich voll darauf konzentrieren möchte, der Spur auf den Grund zu gehen, warum die Phoenix zu der Emmy gesagt hat, du, lern mal meine Familie kennen, mach dir mal ein Bild von meiner Familie, ich weiß nämlich, wer dich verwandelt hat. Das wundert die Emmy jetzt auch so ein bisschen, auch wenn sie jetzt hier so voll energiegeladen ist, am Tanzen ist, weil es ihr gut geht, sie sich glücklich fühlt. Die Tiere habe ich jetzt gerade alle einmal Gassi geschickt. Und die Kleinen werden ein bisschen ihre Fähigkeiten weitermachen. Der Shane ist mit der Kuhpflanze am Spielen. Die April ist auf Toilette. Ihr geht es gut. Ihr Babybäuchlein wächst vor sich hin. Sie hat noch 14 Stunden. Dann kommt sie ins zweite Trimester. Und ich bin so gespannt. Und sie hat jetzt den Butler gerade aufgetragen. Er soll mal ein Partyessen kochen. Keine Ahnung, was da genau ist. Auf jeden Fall hatte ich mir das jetzt so vorgestellt. Ich hoffe natürlich, dass alles so ungefähr klappt. Die Emmy macht sich jetzt ein bisschen fein. Die Familie weiß Bescheid. Wir werden bis zum Essen hier in der Familie sein. Dann werde ich rüber switchen in Familie Blue und dort aktiv dann spielen. Ich denke, das wird ein bisschen leichter. Ich weiß es noch nicht so genau, wie ich es mache. Ich werde da wahrscheinlich mehrmals hin und her switchen müssen. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Wenn nicht, werde ich die Emmy vielleicht für eine kurze Zeit in den Haushalt holen und dann später wieder von der April dazu nehmen lassen, hier in den Haushalt. Weil die Beziehungen gehen ja an sich nicht verloren. Und ja, die Emmy freut sich sehr, die Familie von der Phoenix kennenzulernen. Deshalb wird sie sich jetzt mal am Spiegel ein bisschen frisch machen, wird sich dann auch überlegen, okay, was ziehe ich denn an? Die Phoenix hat sie gesagt, das wird ein vornehmes Essen, also zieh dich ruhig schick an. Du kannst nicht overdressed sein. Der Butler des Haushalts konnte seine aktuelle Aufgabe nicht erfüllen. Bitte gib ihm noch ein wenig Zeit um diese aktuelle Aufgabe. Ey, wir haben genügend Theken mit Platz, also das kann ja schon mal nicht stimmen. Und sie ist auch sehr neugierig auf die Familie, vor allem auf den Bruder von der Phoenix. Das hat sie nämlich nicht so verstanden, wieso die Phoenix zu ihr gesagt hat, hier, lern mal meinen Bruder kennen. Das kommt ihr ein bisschen komisch vor, aber sie denkt sich halt jetzt auch nichts bei. Süße, wie geht es dir denn? Du bist ein bisschen müde. Was hältst du davon, wenn du ein bisschen entspannst? Schau mal, hier kannst du dich ein bisschen entspannen. Wenn du dabei einschläfst, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Mit deinem Babybäuchlein, der so riesig groß ist. Ja, die Emmy macht sich jetzt fertig und wir werden sie dann mal auch umziehen. Emmy, was möchtest du denn für ein Outfit anziehen? Ich finde, das ist zu schick. Das, finde ich, ist genau das passende Outfit für sie. Und sie trägt sich jetzt noch ein bisschen Parfüm auf. Man sieht nur die im Spiegel, nur die Dings. Okay, was ist hier los? Ah, die Kate ist jetzt... So, ja. Unsere Emmy ist ready. Hält sich den Bauch, weil ihr ein bisschen übel ist. Sie ist nicht schwanger. Sie hatte ja auch noch nie ein Techtelmechtel, aber sie kriegt ihre Periode. Deshalb sieht altmodisch aus. Aha. Emmy, mach dir nicht so einen Kopf. Auf jeden Fall wird sie sich jetzt das Taxi rufen. Die Eltern wissen Bescheid, der Shane und die April. Hallo, Mia! Voll cool, dass du hier bist. Hier, Shane, stell dich mal freundlich vor. Kennenlernen, hier. April, du kannst dich auch mal kennenlernen. Kochtipps geben. Und die Emmy wird sich jetzt ein Taxi holen. Wird alleine hin. Wobei... Wir könnten die Phoenix eigentlich direkt mit einladen zu der Familie. Dann wäre sie nämlich direkt vor Ort. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das alles so funktioniert, wie die Emmy sich fühlen wird. Und ja, also ich denke, das wird ein ziemlicher Schock für sie werden. Also zumindest wäre es für mich ein riesiger Schock, wenn ich in Emmys Situation wäre. Da lerne ich jemanden kennen, der als meine beste Freundin sich ausgibt, der für mich wie eine beste Freundin ist. Und dann lerne ich ihre Familie kennen, die wirklich super lieb sind, so wie sie Phoenix das immer erzählt hat. Und dann kommt ihr Bruder und mich trifft der Schlag, sowas in der Art. Also ich glaube, da würde ich auch vom Glauben abfallen und mich fragen, ist das jetzt ihr Ernst? Will sie mich verarschen oder so? Also ich bin sehr gespannt. Ich versuche so bestmöglich wie möglich rüberzubringen, da alles Mögliche reinzustecken, dass man das nachvollziehen kann. Und ja, also es wird und bleibt spannend. So, da sind die beiden. Yes. Klopft ihr? Bist du bei uns in der Gruppe drin? Ja. Dann klopft du mal an die Tür und sag dann, hi Phoenix. Voll cool, dass jetzt deine Eltern kennenlernen. Ich hoffe, sie mögen mich. Wer ist denn alles da? Wie heißt denn deine Mama? Dann sagt die Phoenix, meine Mama heißt Christina. Und der Papa heißt... gute Frage. Der heißt Stefan. Genau. So. Dann könnt ihr mal zusammen als... Ah, du bist nicht in der Gruppe drin. Ich dachte, du bist schon in der Gruppe drin. Zusammen hier hingehen im Anschluss. Und die Phoenix sagt, du, mach dir nicht so Gedanken. Meine Eltern, die werden dich lieben. Du bist so eine liebe, nette Person. Mach dir keinen Kopf. Mein Bruder, der wird erst später kommen. Da ist die Marlina Poppenstil. Das ist doch von der... Venny, das ist doch von dir. Von deiner... Bonnie, die Marlina, die sie adoptiert hat, soweit ich weiß, oder? Ja. Auf jeden Fall sind die jetzt hier ein bisschen am Reden, mitten im Regen sind sie am Rumquatschen und gehen dann gleich mal rein. Dann wird die Emmy sich den Eltern vorstellen und Yuki, hallo, schön dich zu sehen, dass du hier bist. Guten Tag. Gehst du jetzt auch mit ins Haus, oder was? Interessant. Yuki scheint es auch eingeladen. Auf jeden Fall sind die Eltern super herzlich zu ihr. Sie wird sich der Mama jetzt mal vorstellen. Hier. Freundlich vorstellen. Das ist die Mutter. Die haben wir ja so zwischendurch des Öfteren schon gesehen. Die Christina. Die beiden stellen sich mal vor, sagen Hi und sie sagt, so schön, dich kennenzulernen, Emirian. Wow, sie umarmen sich sogar schon direkt. Wow. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Wo ist die Mama jetzt von ihr? Die Christina. Da ist die Christina, okay. Und sie sagt dann so, voll schön, dass du hier bist. Wir werden gleich was kochen. Ist da denn noch was zu essen drinne? Nicht unbedingt, okay. Ja, dann werde ich, glaube ich, gleich rüber switchen in den anderen Haushalt, sobald die Emmy dann sich dem Vater vorgestellt hat. Und die Mutter sagt dann so, ja, wir haben schon gleich was zu essen vorbereitet. Wir freuen uns so, dich kennenzulernen. Und dann werden wir uns dem Vater auch mal vorstellen. Der ist hier oben, der Stefan. Freundlich vorstellen, bitte, Emmy. Und die Mutter sagt so, wow, dafür, dass du ein Jungvampir bist, bist du wirklich schon sehr kontrolliert. Und dann sagt sie so, und wie klappt's denn bei dir? So kommst du zurecht, wenn irgendwas ist, du kannst dich immer an mich wenden, sagt die Christina zur Emmy. Ah, doch, jetzt vorstellen. Und dann stellt sie sich dem Vater vor und er sagt dann auch, hallo Emirian, super schön. Was macht ihr jetzt? Vampirwissen teilen, okay. Dann teilt mal Vampirwissen. Was? Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt. Nee, voll cool. Ich habe viel über Vampire nach. Ach, das meint sie mit Vampirwissen teilen. Daher kommt diese Nachricht. Ah, okay, gut, dann weiß ich, wieso das letzte Mal war. Und dann wird sie mal über Interessen mit ihm reden und sagen, du, schön dich kennenzulernen. Auch von mir nochmal willkommen in der Familie. Schön, dass Phoenix dich als Freundin gewonnen hat. Und die Emmy sagt so, ich habe zu danken. dass ich heute zu Ihnen kommen darf. Und Phoenix ist wirklich eine super Freundin für mich. Die hilft mir sehr viel. Ich kann mich auf sie verlassen. Und ja, dann würde ich sagen, switche ich einfach mal rüber in den anderen Haushalt. Werde die Emmy dann zu Familie Blue hinzufügen, als auch den Gray und die Phoenix, damit die alle in einem Haushalt sind. So, da sind wir wieder. Die Emmy bekommt jetzt vom Stefan einmal Vampirtraining. Der ist ja schon ein Großmeister und kann voll in der Sonne aushalten. Und wie du siehst, das sind so seine Fähigkeiten. Und er hat jetzt gerade angeboten, ein bisschen Vampirtraining zu geben. Und die Mama ist was am Kochen von der Phoenix. Die wird einen Festbraten, ist es, glaube ich, herstellen schnell. Phoenix ist hier ein bisschen am Fernseh gucken. Die hat ihren Bruder schon mehrmals angeschrieben und zu ihm gesagt, hey, möchtest du nicht vorbeikommen zu uns? Hat aber bisher noch keine Antwort erhalten. Er bringt ihr jetzt ein bisschen was bei, zeigt ihr ein bisschen was. Und ich denke, das zeigt auch gut, dass sie da, ja, was lernen kann, dass sie da in der Familie sehr akzeptiert wird. Dass die Yuki da ist, das verstehe ich nicht so genau, aber okay, gut. Phoenix, willst du sie mal nach Hause schicken? Komm, nach Hause schicken. Und die Emmy ist sehr froh drum, dass sie jetzt ein bisschen Training erhält. Und freut sich sehr, dass die Familie sie so herzlich empfängt, sie annimmt, mit ihr, ja, Vampirgeheimnisse teilt, Fähigkeiten teilt. Sie ist fast fertig mit dem Kochen. Die letzten Zubereitungen werden gemacht, sehr schön. Und Emmy, klappt das für dich? Hm? Klappt das? Wie deine Eltern mich annehmen. Und ich fühle mich wirklich super wohl. Das sagt sie ihr jetzt. Ja, die haben halt alle die Vampirgeschwindigkeit. Die sind hier alle am Rumflitzen wie nix. Deshalb bitte nicht wundern, nicht stören lassen. Und hier werden wir dann zusammen essen. Und ja, ich bin mal gespannt, wann der Gray dann kommt. Phoenix sagt so, du, wir sind in dem Sinn alle irgendwie miteinander verwandt durch unsere Wandlung. Es gibt ja so eine Urvampirfamilie. Und wir sind alle irgendwie denen ihre Kinder. Also sagt die Phoenix, also wir sind ja eigentlich sowas wie Schwestern. Das findet die Emmy voll schön, dass die Phoenix da so denkt und handelt und enthüllt mal ein streng vertrauliches Geheimnis und sagt dann, du, wie ist denn dein Bruder? Wie heißt denn dein Bruder? Wie ist der denn so? Und die Phoenix sagt so, du, ich möchte da nicht viel groß erzählen, macht dir einfach selbst ein Bild. Wie gesagt, er legt die Hand für einen ins Feuer, wenn es drauf ankommt. Er ist ein super lieber Kerl, nur er handelt manchmal ohne Kopf und das versteht halt die Familie nicht so. Und es lebe das Chaos. Unfug mag? Ja, die Phoenix mag ein bisschen Unfug. Und ja, wir brauchen nicht mal lange für unser Essen. Die beiden sind hier sich ein bisschen am Unterhalten. Die Phoenix wird der Emmy dann nochmal einen Witz erzählen und sagen, du, ich war einmal da unterwegs und da war so ein Typ, der war so komisch drauf und keiner wusste immer, dass ich ein Vampir bin. Und er dachte halt, der wäre stärker als ich und das war er aber halt nicht durch meine Vampirkräfte und so weiter und so fort. Was machst du? Blattmaske aufsetzen, okay. Wie sieht's mit dem Essen aus? Ja. Ihr versteht euch super gut, gell, jetzt, weil ihr liebt euch auch abgöttlich. Genau. Emmy ist jetzt schnell noch Hände waschen. So, jetzt muss ich gerade mein Paket annehmen. Ja, und wir hoffen mal, dass das Essen wirklich gleich fertig ist. Emmy, du kannst dich schon mal hinsetzen. Also ich finde, die Familie von Gray und Phoenix nimmt die Emmy super gut auf. Die sind super lieb zu ihr. Wo hast du das Essen jetzt hingemacht, meine Süße? Ah, hier hast du es hingemacht. So, schau mal, dann kannst du zum Essen rufen, dass sich jeder was nimmt. Können wir mal auch ein Foto machen? Ich hoffe, ihr setzt euch dann aber alle... Oh, ihr schmeckt's, scheint's nicht. Hatte ich ihr das gegeben mit... Ah, vertrockneter Magen. Okay, gut. Sie hat das mit dem Magen. Hast du das auch? Ja, auch. Okay, gut. Naja, nicht schlimm. Ist halt dann so. Aber es soll ja einfach nur dem Bild dienen. Übergeben. Oh. Oh, ich hoffe jetzt, so reihst nicht... Oh mein Gott, sie hat hier hingereiht. Oh mein Gott. Okay, gut. Die übergeben sich halt. Die werden sich jetzt halt einfach nur so hier dazu setzen. Die unterhalten sich jetzt so. Und Emmy sagt nochmal vielen, vielen Dank für diesen schönen Abend. Es freut mich so, dass ich euch kennenlernen durfte. Es ist so schön, einfach so einen Vampirfreundeskreis aufzubauen. Leute, die wie ich sind, die mich verstehen, die dieselben Problemchen haben. Und die Mutter ruft jetzt auch den Gray an. Irgendwann. Jetzt nimmst du dir ja schon wieder so ein Essen, du. Ah ja. Und ja, die Mutter sagt, ja, mein Sohn, der wird dann auch gleich kommen. Ich denke, ihr werdet euch super gut verstehen. Die lernen es aber auch nicht. Das riecht halt so verlockend, dass sie halt dann was essen. Die Emmy ist nebenbei ein bisschen was am Essen. Der schmeckt, das scheint gut. Und ja, ich bin sehr gespannt. Oh, da ist er schon. Oh mein Gott, da ist er schon. Ich muss ihn schnell mal zur Familie hinzufügen, dass er mir nicht abhaut. Die Emmy hat ihn bis jetzt noch nicht so gesehen. Und ja, er kommt jetzt ganz normal hier an und dann sieht sie ihn. Und es trifft sie wie ein Schlag. Der ganze Film rauscht an ihrem, also wie so ein Zug an ihrem Kopf vorbei. Sie hat so einen Backflash. Sie sieht, was er getan hat, dass er sie gebissen hat, dass er sie verfolgt hat, als sie dann nach Hause gegangen ist an dem einen Abend, dass er sie, ja, dass er erstmal nur von ihr getrunken hat, ist aber ihn irgendwie dann, ja, dass es ihm irgendwie nicht gereicht hat, dass er sie dann erstmal auf den Boden fallen lassen hat. Sie lag ja da dann und hat dann sie ist wieder zu sich genommen, hat sie verwandelt und hat die ganze Zeit irgendwas in ihr Ohr geflüstert. Und sie fällt gerade so dezent vom Glauben ab, denkt sich so, oh mein Gott. Sie sagt so, das bist du. Und sie dachte so, sie denkt so, sie ist im falschen Film. Wieso ist er ihr Bruder? Derjenige, der Mann, der sie verwandelt hat. Und das kann sie nicht glauben. Sie ist total sauer und zum einen auch total entsetzt. Kann es zum Teil auch irgendwie verstehen, dass die Phoenix gesagt hat, du lern meinen Bruder kennen. Sie schubst ihn jetzt und denkt sich nur so, du hast mir das angetan, das warst alles du. Du hast mich verwandelt. Du hast mich damals an dem Abend attackiert. Und dann... Das kann sie irgendwie nicht so glauben und würde ihn jetzt nochmal ein bisschen was... Würde ihn nochmal anbrüllen. Denkt sich nur so, das ist... Sie ist im falschen Film. Das ist... Die Phoenix will sie gerade irgendwie... Ob das von Phoenix gerade der Ernst ist? Ja, der Gray mag Fitness. Und... Sie ist so richtig vor den Kopf gestoßen, dass die jetzt halt hier die ganze Zeit sitzt und isst und nicht das macht, was ich möchte, nervt mich gerade ein bisschen. Und sie sagt dann so, wie kannst du mir das antun? Ist zugleich auch zur Phoenix einmal böse und sagt so, Phoenix, wie konntest du mir das verheimlichen, dass der, der mich verwandelt hat, dein Bruder ist? Sie so, ich bin echt enttäuscht von dir. Du wusstest, wie wichtig mir das ist, zu wissen, wer mich verwandelt hat. Ich möchte den Grund wissen, warum ich verwandelt worden bin. Und du hast mir nicht gesagt, dass der Typ, der mich verwandelt hat, dein Bruder ist. Daraufhin, ja, rennt sie halt aus dem Haus. Kann's nicht glauben, dass sie so hinters Licht geführt worden ist. Sie versteht das alles nicht, wieso die Phoenix nicht von Anfang an die Wahrheit zu ihr gesagt hat, dass der Bruder von ihr der Mann ist, der ihr damals das angetan hat. Und sie denkt sich nur so, das ist ein schlechter Witz. Wieso hat die Phoenix ihr nichts gesagt? Und sie rennt jetzt nach draußen und denkt sich so, Das ist ein schlechter Scherz. Sie denkt sich nur so, wieso? Wieso hat die Phoenix mir nicht von Anfang an gesagt, dass der Gray ihr Bruder ist? Jetzt weiß sie natürlich auch, dass der Mann Gray heißt. Die Phoenix sagte, mein Bruder heißt Gray. Und sie kann es immer noch nicht so glauben. Sie denkt sich nur so, sie fühlt sich total verarscht. Wieso die Phoenix ihr das nicht gesagt hat, das versteht sie einfach nicht. Sie ist zwar zum Teil jetzt auch froh, dass sie weiß, wer sie verwandelt hat, dass das ausgerechnet auch der Bruder von der Phoenix ist, ihrer besten Freundin, dass die nichts gesagt hat. Und die Phoenix wird ihr halt jetzt hier hinterher rennen einmal, wenn sie doch möchte. Und der Gray, was macht der? Wird auch einmal hierher kommen und wird sagen, es tut mir so leid, und versucht sich zumindest zu entschuldigen, wenn wir das doch hinbekommen. Wir versuchen jetzt einfach, sie aufzumuntern, und dann wird er zu ihr sagen, du, es tut mir so leid, lass es mich erklären. Und sie sagt so, nein, lass mich in Ruhe. Und schubst ihn im Anschluss dann nochmal und brüllt ihm die Worte ums Ohr, beleidigt ihn, und er hat keinerlei Macht mehr über sich irgendwie. Und sie hat sich halt echt aktuell nicht unter Kontrolle. Er sagt zwar, es tut mir so leid, bitte lass es mich erklären. Sie sagt so, geh weg, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. Wie konntest du nur einfach so mich zu verwandeln, ohne was zu sagen? Dass du getrunken hast von mir ist das eine, dass du mich aber verwandelt hast. Du hast mir mein Leben in dem Sinn geraubt. Du hast mich fast in dem Sinn ermordet. Und sie dreht total am Rad und hat sich kaum unter Kontrolle und sagt so, ihr fehlen die Worte, und sie sagt so, wie konntest du nur mir das antun? Und sie versteht es einfach nicht, und es geht halt so mit ihr durch, dass sie ihn halt attackiert, ihn angreift und sich denkt so, nein, das kann nicht sein, die beiden kämpfen jetzt. Sie denkt so, wie konntest du nur? Sie schreit ihn an, sie schlägt ihn und okay, im Moment sieht es ein bisschen danach aus, als würde sie verlieren. Und er sagt so, es tut mir so leid, das wollte ich nicht. Und sie hat leider den Kampf verloren. Der Gray ist nun mal halt auch stärker. Und ja, dass sie sich jetzt die Hände gegeben haben, ignorieren wir jetzt einfach. Sie wird ihn jetzt nochmal schubsen und ja, wird dann gehen. Wir lassen sie ihn schubsen und lassen ihn dann abblitzen. Und sie wird dann auf jeden Fall... Sie kann es immer noch nicht glauben. Sie denkt sich nur so, oh mein Gott, jetzt weiß sie, wer es ihr angetan hat. Denkt sich nur so, oh mein Gott. Sie sagt sich auch, wie konnte ich nur so dumm sein? Hallo, wo gehst du hin? Sie sind jetzt drin, wir tun jetzt so einfach, als wären sie nicht im Haus, aber egal. Und sie schubst ihn jetzt, sagt man so, geh mir aus den Augen. Sie will ihn nie wiedersehen, er kann von mir aus zur Hölle gehen. Und sie versteht die Welt einfach nicht. Allein, dass Phoenix ihr nichts gesagt hat, das ist so ein Vertrauensbruch in ihrer Sicht, dass sie einfach nichts gesagt hat. Und also versucht, lass es mich bitte erklären. Sie so, ich möchte es nicht wissen. Du hast mir das angetan, ohne an die Konsequenzen zu denken. Konsequenzen für mich, nicht für dich. Ich musste mein ganzes Leben neu umkrempeln. Meine Familie, ich hatte so Angst, dass die mich nicht mehr mögen. Und jetzt rennt sie weg, weil sie... Sonst denkt sie sich so, sonst bringt sie ihn noch um. Und sie kann es alles nicht so glauben. Für sie bricht gerade so ein bisschen ihre Welt zusammen. Sie hat sich so gut, ja, wieder gemacht, hat sich versucht zusammenzureißen, zu sagen, gut, ich bin jetzt ein Vampir, ich muss damit leben. Sie fühlt sich so dezent ein bisschen verarscht, als möchte ihr jeder nur Böses wollen. Das will die Phoenix natürlich nicht, aber ja. Und sie kann das einfach nicht glauben, dass das jetzt ja so gekommen ist. Sie fühlt sich total verarscht, also würde ich mich zumindest fühlen. Ich wäre fuchsteufelswild. Allein auch total traurig darüber, dass mir es einfach, dass meine beste Freundin in dem Sinn, die Phoenix, ihr das nicht gesagt hat, dass sie im Dunkeln tappen lassen hat. Und die Emmy hat ihr ja von Anfang an gesagt, du, da sah so und so aus, hatte die Geschichte immer wieder erzählt, um einfach darüber hinwegzukommen. Und die Phoenix wusste die ganze Zeit, dass es ihr Bruder einfach war, ihr Bruder, der Gray. Sie weiß natürlich nicht, warum er das gemacht hat. Er wollte es der Emmy eben versuchen zu erklären. Sie hat gesagt, du, lass mich in Ruhe, sonst kann ich für nichts mehr garantieren. Sie kann es einfach nicht glauben, dass das, dass sich das so entwickelt hat, dass das jetzt so ein Lauf genommen hat. Sie hatte sich so auf diesen schönen Abend gefreut, einfach mit der Familie. Oh, jetzt holt sie sogar ihre Gitarre raus und spielt was. Oh, Emmy, mein Schatz, ich weiß. Du machst was durch wegen mir. Auf jeden Fall ist sie ziemlich traurig, sauer auf den Gray, sauer auf die Phoenix zum Teil, weil sie ihr einfach nichts gesagt hat. Sie hat sie im Dunkeln tappen lassen, sie wusste es die ganze Zeit und hat ihr einfach nichts gesagt. Ich glaube, ich weiß, wer dir das angetan hat, sie an dem Club gesagt, aber das war es auch. Sie hat nicht gesagt, dass der Abend in so einer Katastrophe verlaufen kann, dass er in dem Sinn in so einer Katastrophe verlaufen wird, dass sie so enttäuscht wird, trotz, dass die Familie sie super aufgenommen hat. Die Eltern werden natürlich jetzt mit ihren Kindern reden und sagen, Leute, was war denn da eben los? Warum ist denn die Emirian jetzt einfach so weggerannt? Sie war ja fuchsteufelswild, hat geweint. Was ist da denn los? Ja, ich würde auch sagen, dass wir dann hier an der Stelle Pause machen. Wie die Emmy jetzt mit Phoenix weiter verfährt, schauen wir. Ich denke mal, sie möchte sie die ersten Tage nicht sehen. Die Phoenix wird natürlich versuchen, ihr das zu erklären, warum sie nichts gesagt hat. Ob der Gray und sie sich mal dann hinsetzen und darüber reden, was da passiert ist. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist sie total zerstört. Sie wird jetzt auch direkt zu nach Hause gehen, das ihrer Mutter erzählen, ihrem Stiefvater, dem Shane, und wird sich da ausweinen und sagen, sie hat das Gefühl, jeder möchte nur Böses für sie. Erst war das mit der Verwandlung, dann ist das mit Leo in die Brüche gegangen, dann dachte sie, okay, gut, sie macht jetzt wirklich einen komplett Neuanfang, indem sie mit ihrer Familie in das neue Haus zieht, sich dort um die Tiere, um ihre Geschwister kümmern kann und wirklich sagen kann, okay, gut, sie versucht jetzt neu zu starten. Sie hat auch gesagt, die Eltern haben auch gesagt, du brauchst keinen Job, du hast ein Buch geschrieben, du kannst ja so ein bisschen für dich. In erster Linie geht es um dich, Emmy, hat die Mama zu ihr gesagt, also die April. Du sollst wieder glücklich werden, das alles verarbeiten. Und die Emmy dachte eigentlich, dass sie auf so einem Stand ist, wo sie sagt, okay, gut, egal wie es wird, egal ob sie den dann per Zufall trifft oder es irgendwie geplant wird, sie steht da drüber. Nur sie hat jetzt für sich auch gemerkt, sie ist noch nicht so weit. Das ist immer noch so tief in ihr drin, das tut ihr so unheimlich weh, dass es zum einen, dass sie ihn jetzt rausgefunden hat, das findet sie einerseits gut, dass sie damit weiß, gut, das ist der Typ, sie kann ihm jetzt aus dem Weg gehen. Das Schlimmste für sie ist eigentlich, dass es einmal der Bruder von der Phoenix ist, dass die Phoenix ihr nichts gesagt hat, dass es ihr Bruder einfach ist, der sie verwandelt hat. Wahrscheinlich weiß die Phoenix auch nicht den Grund, warum die Emmy verwandelt worden ist. Ich denke mal, die Eltern wissen das auch nicht. Ich denke, der Gray hat das immer für sich behalten, weil die hatten ja auch eine ziemlich lange Zeit keinen Kontakt zueinander. Und wir werden dem weiter auf den Grund gehen, dem Ganzen. Ich hoffe, der Part hat dir so einigermaßen gefallen. Ich habe das so gut zusammengeschnitten, dass man das ungefähr nachvollziehen kann. Und ja, es ist, wie es ist. Die Emmy weiß es jetzt, da bin ich sehr froh für sie, dass sie jetzt weiß, wer sie verwandelt ist, dass sie einen Namen, eine Person zu dem Gesicht hat, der in ihrem Kopf die ganze Zeit rumgespukt hat, und sie fühlt sich halt einfach nur so gedemütigt, so verarscht, und sie versteht die Welt einfach nicht. Sie braucht jetzt viel, viel Zeit für sich, sie wird jetzt auch direkt nach Hause gehen, ich werde diesen Haushalt wieder in seine 3 Ursprungshaushalte auflösen und hoffe, der Part hat dir gefallen. Freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Wir werden langsam wieder die Emmy dazu bringen, wieder in den Alltag zurückzukommen, versuchen, dass die Beziehung zu Phoenix wieder einigermaßen geht. Wir werden Entweder wird die Phoenix den Kontakt suchen und sagen, du, hey, ich möchte unbedingt dir erklären, warum ich es dir nicht gesagt habe. Vielleicht kriegen wir den Gray auch dazu, mit der Emmy zu reden, dass die Emmy sich das anhört. Wir müssen gucken, wie sie darauf reagiert, ob sie das überhaupt möchte. Lassen wir uns einfach überraschen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einem anderen Video gerne wieder, wenn nicht, dann nächsten Mittwoch wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!